Ja, wir haben heute die Bürgermeisterwahl in diesem Jahr terminiert. Die findet am 6. November statt. Und zwei Wochen später ist dann die Stichwahl, sollte es zu einer kommen. Schon bestrebt, dass wir die Stadtbuslinie, insbesondere die kleinen Stadtteile, daran besser anbinden wollen und können in Zukunft. Und gleichzeitig haben wir heute den Prüfauftrag dazu gestellt, dass wir den Medical Park, die Klinik oben im Ruhrgebiet, besser anbinden wollen an die Stadtbuslinie und gegebenenfalls dort auch eine On-Demand-Lösung anbieten wollen, sodass dann entsprechend auf Rufbereitschaft ein Bus kommt und die Leute bedarfsgerecht einsammeln kann. Ja, wir haben heute einen Antrag eingebracht, dass wir uns dafür einsetzen, dass wir Baugebiete schneller ausweisen. Insbesondere das Baugebiet Kachel in Würges war da ein Anliegen von uns. Und wir wollen über alle Stadtteile hinweg entsprechend auch bedarfsgerecht Baugebiete ausweisen, weil wir sagen, es gibt einen sehr hohen Bedarf auch von Camberger Bürgerinnen und Bürgern, die hier bleiben wollen, hier weiter wohnen wollen. Gleichzeitig wollen wir das Ganze maßvoll machen, wollen nicht alles zupflastern. Und was uns ein ganz wichtiges Anliegen in diesem Zusammenhang ist, dass wir die Leute mit einbinden, dass wir frühzeitig entsprechend mit den Bürgern, wo ein Baugebiet entstehen soll, ins Gespräch kommen und mögliche Probleme direkt am Anfang klären, damit wir auch zügig das Baugebiet abschließen können.